Emil brauchte dringend ein paar neue Jeans. Er ging in ein großes Einkaufszentrum und ein paar Stunden später hatte er die perfekte Jeans gefunden. Trotzdem kaufte er nichts. Er bekam schreckliche Angst und rannte aus der Umkleide. Warum? Emil sah in einen großen Spiegel und bemerkte, dass sich das Gesicht des Typen neben ihm spiegelte, obwohl er mit dem Rücken zum Spiegel stand. Heißt das, er hatte auch hinten ein Gesicht? Das kann kein Mensch sein. Caroline kommt immer zu spät zur Arbeit. Jedes Mal, wenn sie den Wecker hört, schaltet sie ihn aus und schläft weiter. Ihr Chef ist darüber nicht sehr erfreut und droht ihr an, sie zu entlassen, wenn sie noch einmal zu spät kommt. Ein paar Tage später ist sie wieder zu spät, aber ihr Chef hat gute Laune und gibt ihr ein Rätsel. Kann sie es lösen, behält sie ihren Job. Caroline ist einverstanden und ihr Chef fragt sie: In welchem Monat schlafen die Menschen am wenigsten? Dieses Mal war das Glück auf Carolins Seite. Wie versprochen bekam sie eine weitere Chance. Also, welcher Monat ist es? Die Menschen schlafen im Februar am wenigsten, weil es der kürzeste Monat ist. Okay, das geht schnell. Was kann um die Welt reisen und bleibt trotzdem in der Ecke? Eine Briefmarke. Das nächste bitte. Es gibt etwas, das du nur halten kannst, wenn du es jemandem gibst. Was ist es? Genau, ein Versprechen. Letzten Samstag machte Karin einen Ausflug zu einem gotischen Schloss. Doch dann verlief sie sich und irrte durch das Schloss. Ein paar Minuten später sah sie eine Silhouette auf sie zukommen. Es war ein junger Mann. Er kam zu ihr und Karin fragte ihn, wer er sei. Der Mann antwortete: Nun, es gibt etwas, das ständig am Boden liegt, aber nie schmutzig wird. Ich habe es übrigens nicht. Karin lief sofort davon. Warum? Tja, der Schatten liegt immer am Boden und wird nicht schmutzig. Und wenn der Typ keinen hat, muss er ein Vampir sein. Jasper ging bei einem heftigen Regenguss raus, ohne sich vor dem Regen zu schützen. Seine Haare wurden aber nicht nass. Warum? Naja, Jasper hat eine Glatze. Auf einer Party waren 12 Freunde. Sie wollten ein Spiel spielen. Erik wollte der Spielleiter sein und Jessica hatte eine Idee. Es gab eine Schüssel mit 12 Äpfeln. Wie muss Erik die Äpfel aufteilen, damit jede Person einen Apfel bekommt und trotzdem einer in der Schüssel bleibt? Erik gibt 11 Personen jeweils einen Apfel und der 12. Person überreicht er die ganze Schüssel mit dem letzten Apfel. Ein Opa, 2 Väter und 2 Söhne gingen zusammen ins Kino. Jeder von ihnen kaufte eine Kinokarte. Eine Karte kostete 5 Euro. Insgesamt mussten sie 15 Euro bezahlen. Wie ist das möglich? Da eine Karte 5 Euro kostet und sie insgesamt 15 Euro ausgaben, kauften sie 3 Kinokarten. Der Großvater ist auch ein Vater und der Vater ist auch ein Sohn. Eines Tages bekamen alle Tiere auf dem Bauernhof eine bestimmte Summe Geld. Eine Ente bekam 11 Euro, eine Spinne bekam 44 Euro und eine Biene bekam 33 Euro. Hinter der Bezahlung steckt eine Logik. Wie viel Geld würde ein Hund bekommen? Der Hund würde 22 Euro bekommen. Die Tiere bekamen 5,50 Euro pro Bein. Eine Ente hat 2 Beine, eine Spinne 8 und eine Biene 6. Da der Hund 4 Beine hat, bekommt er 22 Euro.
Auf dem Tisch steht eine Reihe mit 6 Tassen. Die ersten 3 sind leer, die anderen sind voll. Du sollst die Reihenfolge so verändern, damit abwechselnd eine volle und eine leere Tasse dasteht. Du darfst nur eine Tasse berühren und die anderen Tassen nicht mit ihrer Hilfe verrücken. Wie machst du das? Nimm die Tasse Nummer 5, gieße das Wasser in die Tasse Nummer 2 und stell sie zurück. Marie lief durch einen Wald und kam plötzlich an ein schönes Schloss. Es war schon spät, also wollte sie fragen, ob sie dort übernachten könnte. Das Schloss gehörte einem bösen Troll, der keine Eindringlinge mochte. Marie wurde gefangen genommen und in einem dunklen Raum mit 2 Wachen eingesperrt. Aber der Troll gab ihr die Chance zu entkommen. In dem Raum waren 2 Türen. Eine führt in die Freiheit, die andere ist verschlossen. Die Wachen wissen, welche Tür Marie befreit. Sie darf ihnen aber nur eine Frage stellen. Einer der beiden sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer. Und Marie weiß nicht, wer wer ist. Sie darf nur einem Wächter eine Frage stellen. Wie soll die Frage lauten? Marie ist clever und fragt, wenn ich deinen Kollegen bitte, mir den Weg in die Freiheit zu zeigen, welche Tür zeigt er mir dann? Egal was der Wächter antwortet, sie zeigen ihr immer die verschlossene Tür. Der immer lügt, zeigt ihr die falsche Tür. Der nicht lügt, zeigt ihr auch die falsche Tür, weil er ja sagt, welche Tür ihr der Lügner zeigen würde. Dadurch weiß Marie, welches die falsche Tür ist und kann durch die andere entkommen. Mara bat ihren Ehemann Jens für sie einzukaufen. Sie schrieb ihm einen Einkaufszettel. Mara brauchte Brot, 2 Packungen Orangensaft und etwas, das man erst zerbrechen muss, ehe man es gebrauchen kann. Was sollte Jens kaufen? Du kannst mit Eiern nicht wirklich etwas anfangen, ehe du sie aufschlägst. Mara brauchte also Eier. Esme musste mal wieder ein Rätsel lösen. Als eine Hexe plötzlich auftauchte, fragte sie, was ist leichter als eine Feder? Aber auch der stärkste Mann kann es keine 5 Minuten halten. Da Esme inzwischen ein Rätselprofi war, ging sie wenig später heim. Kannst du das Rätsel auch lösen? Nur der Atem ist so leicht wie eine Feder, aber man kann ihn nicht allzu lange halten. Elias, Sandra und Clara spielten am Strand Volleyball. Es war sehr heiß und einer von ihnen lud die anderen ein, mit ins Wasser zu kommen. Einer von ihnen kann nicht schwimmen gehen, weil er ein Roboter ist. Wer ist es? Es ist Sandra. Sie schwitzt nicht und hat auch keine roten Wangen von der Hitze. 3 Männer wollten herausfinden, wer von ihnen der Schlauste war. Ein Passant bot seine Hilfe an. Er sagte, er würde ihnen ein Rätsel aufgeben und der Mann, der es löste, wäre der Cleverste. Er sagte, ich habe diese Hüte. 3 sind schwarz, 2 sind weiß. Schließt eure Augen. Die 3 schlossen ihre Augen und er setzte jedem einen schwarzen Hut auf. Die beiden Weißen versteckte er in seiner Tasche. Jeder von ihnen sollte die Farbe seines Hutes erraten. Wer dazu in der Lage war, war der Schlauste. Die Männer sahen einander an und versuchten, einen Lösungsweg zu finden. Plötzlich rief einer von ihnen, »Ich trage einen schwarzen Hut!« Wie kam er darauf? Naja, er hat nicht wirklich geraten. Er hatte versucht, logisch zu denken, fand aber einfach keine Antwort. Also sah er in die Pfütze und erkannte sein Spiegelbild. Henrys Onkel Arthur war ein reicher Mann, der seinen Verwandten gerne Streiche spielte. Bevor er in ein anderes Land zog, sagte er, er würde seinen Besitz seinen Verwandten hinterlassen. Aber niemand konnte den Ort, an dem er seine Wertsachen versteckt hatte, finden. Einige Jahre später stöberte Henry in alten Papieren und plötzlich hielt er ein Dokument mit der gesuchten Information in der Hand. Darauf stand, ich habe all meine Wertsachen und das Geld um Punkt 15 Uhr unter meinem Lieblingskirschbaum versteckt.
genau da, wo sein Schatten endet. Alles soll dem glücklichen Finder gehören. Henry war hoch erfreut, er würde reich werden. Er fuhr zu der noblen Villa seines Onkels und fand den Kirschbaum. Er wartete bis 15 Uhr und begann zu graben. Doch so sehr er sich auch mühte, er fand nichts. Verwirrt und enttäuscht fuhr er heim. Warum hat er nichts gefunden? Seit Henrys Onkel seinen Schatz vergraben hatte, sind ein paar Jährchen vergangen. Der Baum ist gewachsen und somit ist auch sein Schatten größer geworden.